Also wenn du hier fällst, musst du dir keine Sorgen mehr machen, wie du dein Zeug wieder bekommst. Das ist leider zu wahr. No. Seht ihr den? Ich würde ranzoomen, aber ich kann leider nicht. Ich habe keinen Optifine. Der Typ hat eine Armbrust. Der Typ sieht mich. Come on, man! Ich könnte mich jetzt klug verhalten, ne? Und die 90-Grad-Kurve machen. Ich könnte mich jetzt klug verhalten und die 90-Grad-Kurve machen. Wenn du runterfällst, musst du einfach nur schnell genug das Kommando tippen, um dich in den Kreativmodus zu versetzen. Okay. Oder bau dir ein Dach mit. Ich sehe ihn nicht mehr. Meint ihr, ist die spawned? Warum bin ich so dumm, Mann? Ah, da ist er. Oh no! Ach Gott, das ist nur Lava. You know what? 90 Grad it is. Na. Nicht dieses Mal. Nicht dieses Mal. Du könntest dir auch einfach ein goldenes Ausrüstungsanzählen, dann sind die nicht aggro. Ich hab kein goldenes Ausrüstungsteil dabei. Und noch keine Workbench dabei. Aber gut, dann gehe ich halt jetzt zurück, zieh mir was Güldenes an. Und dann gehen wir weiter. So, und währenddessen werde ich einmal ganz kurz mit F3 hier durchlaufen und darauf achten, ob ich nicht doch noch irgendwo innerhalb dieses relativ langen Tunnels ein anderes Biom übersehen habe. Aber eigentlich dürfte ich es nicht übersehen haben. Na, weil sonst hätte ich statt 12 von 3 schlecht vorbereitet, sag ich mal. Ich dachte halt, es ist genau andersrum. Ich dachte, Gold dabei haben ist negativ. Ich kann doch nicht wissen, dass ich doof bin. Wenn ich wüsste, dass ich doof bin, dann wäre ich ja nicht mehr doof. Ne, verstehst du? Wahrscheinlich ist gerade auch noch Nacht oder so. Minecraft Infiniburn unterstrich Never. Warum heißt du Infiniburn? Achso, ach nee, das sind Eigenschaften von dir. Ich bin doof. warum heißt Netherrack Infiniburn? Aber ja, du hast die Eigenschaft, dass du unendlich in allen drei Welten brennst. So, da. Willkommen im Soul Sand Valley. Willkommen im Kanada-Filter. Okay, und jetzt hoffen, dass wir schnell genug durchkommen, dass uns nichts passiert. Oh, da habe ich schon einige Lohen gesehen. Nope. Nope. Ich möchte diesen Tee nicht kaufen. Easy. So, ich muss jetzt aber ganz kurz. So, danke. Ich habe diesen Tee nicht gekauft. Hier ist bestimmt auch nochmal irgendwie wieder so ein Skelett, was mir in meinen Pfeil reinjagen möchte. So, ihr seid normale. Also ihr seid die altbekannten Zombie-Pigmen. Die, die ich nie...
die, die ich seit Tag 1 kenne und die mir bisher noch nie was Böses getan haben. Tatsächlich nicht, nee. Ich habe nie aus Versehen einen gehauen. Ich wollte gerade mal drüber nachdenken, ob ich nicht doch irgendwie Blödsinn gebaut habe mal gegen die, aber nein. Wenn wir nochmal gleich auf so ein Aggro-Viech treffen, dann werfe ich ihm einfach ein kleines Goldnugget zu. Dann kriegen wir das Advance mit und dann sind wir alle glücklich. Und dann kann ich schon mal einige der Fackeln machen, der Laternen machen, dass ich meinen Weg sicher gestalten kann. Weiß man da, ich habe auch nie einen versehentlich gehauen, absichtlich. Wie viele Blöcke weit reicht das, dass sie vor blauem Licht fliehen? Was ist das? Blaues Licht? Was tut es? Es leuchtet blau. Nur mit Barren, nicht mit Nuggets. Also bisher haben sie meine Goldbarren einfach nur ignoriert. Ich konnte denen noch so viele Goldbarren zuwerfen. Sie haben sich gedacht, fuck you. Jemand hier? Nein. Jesus Christ. Bist du aggro? Ah! Da! Es interessiert sie nicht! Es interessiert sie nicht! Was soll ich tun? Sie sind... Nimm! Fudge off! Ich kann ihn nicht mehr rechts klicken. Was soll ich tun? Ich meine, da sind jetzt noch andere gespawnt. Probiere ich da mal die Goldbarren? Mache ich was falsch? Jetzt doof gefragt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich was falsch mache. Dass ich eine Mechanik dahinter nicht verstanden habe. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Hänsel und Gretel, ne? Mit dem... Ach, guck mal, ich habe hier Goldnuggets auf dem Weg liegen lassen. Da, nimmst du Gold? Ich will dir Gold geben. Oh. Oder muss man Goldrüstung tragen, damit sie erstmal nicht aggro... Ich weiß es nicht. Sie wollen mich tot sehen, das weiß ich. Aber ich setze mir mal einfach einen Goldhelm oder so auf und dann gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall komplett verwirrt, was das angeht. Du musst den Goldnuggets geben. Ich so, nimm all die Goldnuggets. Er so, tot. Bin mir unsicher, hatte bisher halt immer eine Goldhelm auf, wenn ich in deren Nähe wäre. Ja, testen wir es mal aus. Ne, für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Gott, Moonlighter Soundtrack ist noch immer zu gut. Frage, ist Nacht? Ich habe hier keine Fenster in dem Haus. Es ist Tag. Wie lange noch? Relativ lange. Gut, dann sortieren wir jetzt einmal ganz kurz unser Inventar leer, nehmen uns ein Goldteil mit und machen dann weiter.
Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Und ob sie uns noch immer essen wollen. Habe ich schon eine Nita-Kiste? Ja, habe ich, ne? Gut, ich habe ja auch eine Dings-Kiste angefangen. Eine Trankbraukiste. Da kann ich Kram auch reinwerfen. Glowstone braucht man auch für Tränke, richtig? Ich meine, ne? Ich meine, da was im Kopf gehabt zu haben. Bräuchte ich ja eigentlich auch nochmal ein Bett. So, an der Schulkerbox vorbei. Ich flieg gerade vom Server, oder? Das habe ich gerade richtig im Kopf. Komm, ich nehm's dem Spiel mal voraus. So, Gold Ingots. Ein Goldhelm. Warte, wie viel Arme gibt das hier? Ich habe keine Hose mehr. Nun, ich habe meine Hose zerrissen, anscheinend. So, dich kann ich da reinsetzen, den Glowstone und das ebenso. Crimson Roots auch einfach mal. Ich bin mir halt tatsächlich unsicher, wofür man es sonst gebrauchen kann. Einfach so ohne Hose rumlaufen. Ich habe es ja nicht mal mitbekommen. Komm, das packe ich da auch rein, weil höchstwahrscheinlich kann ich das beides auch gebrauchen. Die Goldnuggets behalte ich noch, weil das gut zum Stapeln ist. Das ist für Nether Bricks. Ich habe keine Kiste. Dann kommt da ein Netherrack rein. Ein Stack behalte ich. Habe ich Netherquarz hier hinten eingesetzt. Kohle, Eisen, Gold. Smaragde, das Diamanten. Netherquarz kommt dann hier rein und dann kommt hier Ancient Debris rein. Soul Soil und ich behaupte, das ist das gleiche, so ziemlich dementsprechend mache ich mal so. Ne, dass ich einmal jeweils vormarkiert habe und dann hat sich das. Ich habe nicht genug Source Sand dafür. Basalt und Schmu, keine Ahnung. Da kann ich Glowstone reinsetzen. Dann kommt hier Basalt rein. Und da kommt Blackstone. Da Crying Obsidian. Die Axt kann ich eigentlich hier lassen, so wie eins meiner Schwerter. Ist mir direkt aufgefallen, als du dein Zeug von der Todesfahrt aufgefallen hast. Dachte, dass du es nur nicht ansprechen wolltest. Ich hab's halt so überhaupt nicht mitbekommen. Aber gut. Wer braucht schon merken, ob er eine Hose hat? Ich mache wieder eine Diamanthose. Joink. So, und da kann der Helm rein. Ich dürfte nicht genug Level haben, um die Spitzhacke zu reparieren, glaube ich. Achso, Eisen kann ich mir noch mitnehmen. Nehme ich mal mit. Boah, das ist schwer. Nehme ich mir einen 64er Stack mit. Gib mir die Hand, ich mach dir eine Hose aus Diamant irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die Sonne geht gerade unter. Den Stack nehme ich mal mit. Ach, guck mal, da habe ich sogar noch Emeralds drin. Ne, die Diamanten wollte ich behalten. Was wollte ich hier reintun? Nichts. Tatsächlich. Ich renn mal schnell schlafen. Bräuchte ich. Ich glaube nicht, dass ich mir ein neues Schild machen soll. Erstmal, ich glaube, das passt noch. Ich will ja nicht die Schilde dafür verwenden, jeden Schlag abzuwehren. Ich wollte halt einfach nur nicht den Dude töten. So, wusch, bevor ich nicht die Chance habe, mit ihm zu handeln. Gut, da hinten hatte ich einen Amboss. Den kann ich dann einmal nutzen.
Mein Freund, der Amboss. Mein Amboss, der Freund. Wir nehmen eine andere Spitzhacke. Hm. 34 Level habe ich dann doch nicht. Ups. Ups, the Daisy. Unbreaking Fortune Efficiency. Ja, dann nehmen wir den flotten Dreier mit. Hoch auf Mending. Macht Mending so viel aus? Jetzt mal ganz doof gefragt. So, genau. Und jetzt können wir uns einmal die blauen Laternen machen. Dafür brauche ich das Holz, was da hinten ist. Ich meine, weil dadurch, dass ich halt nicht viel im Nether farmen gehe, komme ich halt auch nicht häufig an die Sachen, die mir einen ganzen Batzen, na komm, ich nehme mir mal hier 64 Steaks mit, komme ich nicht an die Sachen, die mir einen ganzen Batzen an Erfahrung geben. So, dementsprechend stelle ich mir eher vor, dass Mending, insbesondere wenn du es über Kohle versuchst, quasi nutzlos ist. Da bin ich noch immer ein bisschen salzig drüber, dass man nicht die Möglichkeit hat, sich Erfahrungstränke zu brauen. Na, also, ich meine, ich fände es okay, wenn sie halt schwer zu erreichen wären, ne? Wenn man eine gute XP-Farm hat, dann ja. Wenn die Ausrüstung fast kaputt geht, stellst du dich eine Zeit lang an die Farm und das Zeug ist repariert. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. So, wie mache ich eine... Ach, ich brauche Kohle dafür. Ja. Schatten, bitte. Und du hast eine Cave Spider Farm. Wobei Mending geht doch nur auf Kram, den du ausgerüstet hast. Musst du dann quasi in die andere Hand nehmen, ne? Quasi, dass du in der linken Hand deine Spitzhacke hast und in der rechten Hand. Also quasi, dass ich dann so zuhauen würde. Damit das Mending funktioniert auf eine Teile. So. Jo, und nimmst das Ding in die Aufhand und gut ist. Ich meine, das wäre eine Idee. So, jetzt aber. Soul Torches. Okay, ich habe 40 jetzt davon. Chain. Frage. Und jetzt noch Physik drauf anwenden können, dass wenn man gegenspringt, das Ding hin und her schwingen würde. Okay, ich weiß nicht ganz genau, was ich dann mit den Ketten anfangen werde. Aber, dass die Möglichkeit existiert, ist für mich schon gut genug. Dass man Ketten hat. Jesus Christ, ich habe mich jetzt kurz erschrocken wegen der Melodie.